Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Herr JJ und in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, Rotschopf zu fassen. Er hat uns ein bisschen davon erzählt, was alles da passiert ist in der Nacht des Überfalls in Neuhof und hat uns auf einen humpelnden Säufer, Spieler und Banditen aus Uschitze verwiesen und hat uns gefragt, ob wir die Banditen erledigen können, die noch hinter ihm her sind. Beim Rumreisen sind wir jetzt auf diese vier Gesellen hier gestoßen und ich bin mir nicht sicher, warum es vier sind. Gefühlt waren das eben nur zwei. Und auf die Gefahr hin, jetzt gleich zu sterben, wollte ich gerne mal absteigen. Kann ich mit dem reden? Nee. Sind Kumane. Okay, die sind friedlich. Na gut. Okay. Friedliche Kumanen wollen wir jetzt ja nicht angreifen. Da es sich ja um Kumanen handelt und nicht um Banditen, würde ich sagen, passt das auch erstmal. Dann können wir die nochmal leben lassen. Vier auf Mal möchte ich sowieso nicht angreifen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir so im Galopp dran vorbeirennen, dass wir tatsächlich dran vorbeirennen. Und ich habe mal Ansel ausprobiert. Also zum einen glaube ich, dass er in der letzten Folge den... Aber jetzt laufe ich falsch. Nee, tue ich nicht. In der letzten Folge das Erschießen des Hasen als... Worthy Moment festgelegt hat. Und das als einmal aufgenommen hat. Das sieht doch sehr verdächtig hier aus. Huch. Hey, 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 hey. Oh, warte, ich muss eben andersrum drehen. So rum. Alter! Das nennst du kämpfen? Warte. Okay, wir scheinen irgendjemanden gefunden zu haben. Eine Art von Banditen zumindest. Ey! Oh. Ah, Nahkämpfer unter sich. Wo ist der andere jetzt hin? Och, Mann. Oh. So. Tot. Und wo ist der andere Franz hingerannt? Zabidi gespeichert. Was ist das? Hä? Wo bist du? Zeig dich, Dreckskerl. Okay, dann nehmen wir den mal kurz auseinander. Das finde ich ganz attraktiv. Hier in Haube 5. Was haben wir an Rüstung? Hier in Haube 6. Gut, ist mir egal. Schwarzer Google, Silberring. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Alle. Den nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Sehr nice.
Die Axt könnten wir auch nochmal mitnehmen. Und schwuppdiwupp haben wir keinen Platz mehr. Aber das ist ja kein Problem. Pebbles, mein Judah-Freund, hat einen Jagdpfeil drin. Ins Inventar. Was ist das? Sattel ist kaputt. Lol. Der hat meinen Sattel kaputt geschossen. What? Okay. Was wollte ich denn reintun? Oh, der ist nicht geklaut. Witzig. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Achso, die Axt habe ich mitgenommen. Und... Alter, ist das dein Ernst? Ein Elbenjagdbogen! 64? Ja, nice. Warum habe ich den denn? Das brauche ich... Achso, okay. Dann würde ich sagen, kommt das mal da rein. Ich würde sagen so 27 Jagdpfeile, okay. Das kommt ja auch nochmal in Pebbles rein. Waffen. Und dann nehmen wir den Körper mal auf. Und ich würde sagen, den schmeißen wir mal hier so rein. Geht nicht. So. Gut. Hier ist also jetzt noch Kampfzone. Was ist das denn für ein Effekt da? Sag mal. Verletzter Tor, so. Aua. Okay, wenn wir schon mal dabei sind, dann schmeißen wir da einfach mal einen Verband drauf. Du kannst keinen Verband anlegen, du bist nicht blutend. Da du nicht blutest. Okay. Ah ja, und ich habe mir ein Buch gekauft, richtig. Aber tatsächlich, was Hilfreiches haben wir, glaube ich, nicht. Treffer für weniger Ahnung können. Für 5 Minuten ist der Lederschaden auf 50%. Brandwein, der körperlichen seelischen Leiden hinwegbrennt. Ringelblume, heilt binnen einer Minute leichte Wunden und die Auswirkungen eines Katers. Wie viel haben wir davon noch? Dann. Ich verstehe immer noch nicht, was. Achso, ja, ja, doch, jetzt verstehe ich es wieder. Also, den trinken wir mal. Jetzt haben wir das als positiven Buff nach oben drauf. Keine Ahnung, ob es was bringt, wahrscheinlich nicht. Das Blöde ist halt jetzt, der andere Bandit ist wäsch. Wenn du nicht immer alle gleich sofort umbringst, ne? Ist der abgehauen. Weil die Frage ist halt, ist das okay, wenn der abgehauen ist? Oder nicht? Und waren es halt einfach nur Wegelagerer? Oder waren es tatsächlich... Also war das der eine Bandit, der uns beim letzten Mal davongekommen ist und dementsprechend jetzt schon wieder. Hm.
Wir laufen nochmal so ein bisschen hier rum. Vielleicht laufen wir dem einen oder anderen Zwergennase auf dem Weg. Huch. Ah, das mit den Vögeln finde ich auch einfach toll. Aber hier sind wir falsch. Aber sowas von. Habe ich gemerkt. Bin ja kein kleiner Dummer. Egal, weißt du was? Wir laufen jetzt mal zu dem Rotschopf hoch und sagen ihm, ey Boy, alles easy. Chill mal deine Base. Hier ist alles fertig. Da lang. Bum, 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 bum. Pferd. Ach so. Ist ja gar nicht mehr B. Das ist ja jetzt ja Lager. Genau. Wir hardcore galoppieren jetzt mitten durchs Gelände. So, dann lügen wir dem mal einfach feist ins Gesicht. Wenn er noch hier ist. Toll. Ganz toll. Okay. Gut, dann reiten wir jetzt nach Neuhof. Ist ja zum Glück ein Katzensprung. Also wir gehen hier rechts rüber. So. Hier grob in die Richtung. Dann sollten wir eigentlich auf eine... Huch! Auf die Straße stoßen. Vielleicht durchströbern wir irgendwann tatsächlich nochmal dieses Waldgebiet und finden dann den letzten Ganoven. Aber so nicht, warte. Die Straße ist in die Richtung. Ich meine, wir können auch direkt nach... Ja, jetzt ist egal. Wäre wahrscheinlich so oder so gegangen. Ja. Irgendwann, vielleicht finden wir den ja nochmal, den Ganöven. Und dann kriegt er, was ihr verdient. Aber erstmal on the road again. So. Nein, 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 nein. Oder? Ah, lol. Ja, gut. So. Jetzt können wir einfach dieser Straße folgen und kommen dann automatisch nach Neuhof. Da können wir dann Bericht erstatten. Wenn mir der Typ hier einmal über den Weg läuft, dann ist der Erdkunde. Ich meine Geschichte. Ich bleibe dabei, es gefällt mir einfach. Stimmungsmäßig ist es total super. Mir wird ein bisschen schwindelig auf dem Schwert, auf dem Pferd. Aber ansonsten... Ist das eine Abkürzung? Nee, ne? Mit... Nein, ist es nicht. In keinem Fall ist das eine Abkürzung. Das ist eher eine Sackgasse. Vielleicht haben die auch hier einfach so Regelverstecke, wo die sich verstecken. Gut, das werden wir alles noch rausfinden. Apropos rausfinden. Lass mal kurz...
Den Jagdpfeil ausrüsten. Mist. Also ich war tatsächlich gar nicht mehr so schlecht in den letzten Versuchen. Na, jetzt bleibst du stehen. Ich wollte nämlich gerne mal gucken, ob ich den jetzt... Das liegt bestimmt am Pferd. So. So. Ob ich den jetzt... Hasenfleisch... Jagdpfeil. Nee, okay. Und schon wieder gespeichert. Ja, Mensch. Wo ist denn... Da. Es ist ja alles gestohlen. Ach komm, egal. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Geht doch. Gut. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob man ihn jetzt direkt ausnehmen kann, aber scheinbar ist das bei Hasen eh nicht so relevant. Naja, egal. Moment. Warum habe ich eigentlich den... Der Wettkampfpfeil macht viel mehr Schaden. Ja, den können wir zumindest zwei wegnatzen. Das ist ja auch erstmal okay. So, aber jetzt erst wirklich reiten wir nach Neuhof und erstatten dem Herrn Bernhard, heißt er so, Bericht. Irgendwann gehen wir nochmal richtig jagen. Achso, ich habe mich jetzt ja auch erstmal dafür entschieden. Achso, nee. Ach, ich finde das mit der Redekunst auch immer noch so schwierig. Da kann ich mich tatsächlich noch nicht entscheiden. Das ist echt so das Einzige. Jetzt beim Jagen habe ich mich zum Beispiel erstmal für Geweihe entschieden, denn Geweihe sind ziemlich cool und ich glaube, die kann man ziemlich gut verkaufen, wenn man sie denn dann hat. So wie auch eben erstmal für den Schlachter statt den Gerber, wenn gleich beides richtig geile Features sind. Und das ergänzt sich ja auch. Aber bei Sachen, die sich gegenseitig ausschließen, das ist auch so wie mit, wo mag ich gerne schlafen? Mit, wo mag ich gerne schlafen? Alter! Ja, so viel also erstmal dazu. Danke, Pebbles. Bleib so, wie du bist. Haben wir laut Inventaraufstellung irgendwas, was uns nicht gehört? Nee. Was machst du denn hier? Nun, was betrübt dich? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus Uschitze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Dörfler Liebenklatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in Uschitze ist, höre ich mich um.
Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach Uschitze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presse die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhoyet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Gelobt sei Jesus Christus. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Oh. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist, Junge. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Ja. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine. Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie gern vor, adelig zu sein, wer weiß. Wie dem auch sei, bring mir die Sporen, damit ich weiß, dass die Arbeit getan ist. Gut, ich kümmere mich darum. Warte, Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du bringst. Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, da hast du wohl recht. Gut, ja, wie es aussieht, gucken wir mal ins Journal hinein. Ja. Okay. Richtig, das haben wir auch alles noch. Okay. Da unten. Alter, das machen wir auch irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich möchte nämlich eigentlich ja gerne... Der ist weg. Na toll. Kann ich jetzt hier irgendwo ein Pferd kaufen? Was bist du denn für einer? Jakob. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Hi. Ja, Ibims, der Heinrich. Der Heinzrich. okay, ich guck gerade mal auf die Uhr. Wir haben es geschafft. Okay. Naja, also quasi haben wir es geschafft. Ja. Ausreichend geschafft, würde ich sagen. Ey, lass mein Pferd stehen. Horst. Look at my horse. My horse is amazing. Ja, was soll ich sagen? Genau. Danke fürs Zusehen. Und ja, wenn du magst, guckst du gerne beim nächsten Mal wieder rein. Mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut und bis dann, euer Herr JJ. Ciao.